Wenn diese beiden zusammen auf dem roten Teppich auftauchen, ist Spaß programmiert. George Clooney und Danny DeVito sind aber auch zu lustig drauf. We actually are sharing the dressing room, and I have to say, it's really cool, we've, right? I've never had a better roommate. It's and I really want to nice. Say that in front of, right I'm in talking front of about, the AP. I mean, to be partners in a dressing room like yeah. the size of that, yeah. I mean, we got to be, we're close. Two guys Let's put it the that way. Time, that's all I so amüsant die Situation hier bei der Serious Fun Children's Network Gala in New York auch anmutet, sie hat einen traurigen Aspekt. Denn eigentlich haben viele erwartet, dass George Clooney hier statt mit Danny DeVito mit seiner Frau Amal auftauchen wird. Doch seit den Golden Globes Anfang Januar hat man die beiden nicht mehr öffentlich zusammen gesehen. Seit 5 Monaten sind sie verheiratet. Eigentlich hatten sich beide versprochen, nie länger als 3 Wochen voneinander getrennt zu sein. Doch ihre Terminkalender sind gut gefüllt. Sie arbeitet als Anwältin in London, er dreht einen Film in Los Angeles. Kann die Ehe auf Distanz so gut gehen? Der Auftritt mit Danny DeVito in New York befeuert die Krisengerüchte nur noch. Und was macht George? Er lacht die Spekulationen einfach weg. Vielleicht ist er aber auch einfach nur ein echt guter Schauspieler.